und herzlich willkommen zurück bei DARQ. Und wir haben letztes Mal mit Strom gespielt und mit Dynamit haben wir hier gespielt. Und da geht es ja auch runter, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir, wie wir laufen mussten. Aber ich glaube, hier ging es entlang, oder? Ja, genau. Da, nee, da geht's nicht entlang. Ich wollte... egal, okay. Da haben wir dann hier... okay, warte. Zack. Nein, das war auf... Ich sehe nix! Oh mein Gott, da ist eine Frau im Rollstuhl. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Okay, wir müssen uns beeilen. Ich hab die Seh noch nix. Die kommt immer näher. Oh Gott, geh weg. Geh doch weg. Okay, warte. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich habe jetzt mir versucht, den blöden Weg zu merken, aber das können die doch nicht machen, ey. Die drehen die Kamera weg und man sieht da nichts mehr. Alter Schwede, das war halt jetzt gut, dass ich nur noch quasi runter, links, rechts, runter oder so musste. Oh, nee. Okay, sehr, sehr cool gemacht. So, jetzt haben wir Feuerzeug. Ah, für den Ofen. Für den Ofen. Okay, warte mal. Wir gehen zurück. Und wo war dann... Ich weiß nicht mehr, wie kam man denn dann zu dem Typi mit der Kohle? Aber egal, brauchen wir eh nicht mehr. Hüpf. Ich dachte, ich hätte da vielleicht was vergessen. Aber gut. So, jetzt gibt's Dampf. Ein Aufzug. Okay. Also ich weiß ja nicht, bei einem fahrenden Zug, wo da ein Aufzug hinfahren soll. Aber wir träumen ja. Also kann man das ja ruhig mal machen, ne? Dann kann man das ja ruhig mal machen. So, wo sind wir hier? Ach, wir haben schon wieder Kapitelende? Echt jetzt? Oh, ich habe Angst, dass es gleich durch ist. Lade. Und Spiel gespeichert. Das ist schön. Kapitel 6 freigeschaltet. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel es gibt. Okay, dann direkt schlafen gehen. Und dann schauen wir mal. Das können die doch nicht machen. Das können die doch nicht machen, ey. Okay. Emergency. Jetzt sind wir in einem Krankenhaus. Also ich versuche halt irgendwie, ob das auch wirklich irgendwie Geschichte hat. Ja, dass der Junge vielleicht, keine Ahnung, Zugunfall hatte und deswegen landete er im Krankenhaus. Oder ob das einfach nur... willkürliche Dinger sind. Aufzug rufen. Nein! Okay, ich kann nicht fahren, weil der Strom fehlt. Heißt es, ich muss jetzt die Beine einfangen? Oh, okay, das ist ein bisschen krank, ne? Aber cool gemacht. Lass mich mal da drüber... Exit. Okay, wir brauchen die zwei Beine, damit wir mit dem Fahrstuhl fahren können. Und... Ah, mein Gott, oh mein Gott. Nicht die alte wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, okay. Wir haben hier einen Hebel. Nach vorne geht nicht, nach hinten geht. Okay. Nur schon mal gucken. Ah, ihr Trickskinder, ja. Da fehlt irgendwas. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder so eine Klappuhr, damit wir da rüber können. Das heißt, oh, warte, hier haben wir auch noch was. Da brauchen wir einen Tee. So, gucken wir mal hier rein. Ach, ein Brett. Holzbrett. Da brauchen wir für Ding. Da brauchen wir auch irgendwas. Da oben ist ein Magnet. Da brauchen wir was. Okay, dann machen wir erstmal das Brett. So, zack, zack, zack. Brettchen rüber da. Sehr schön. Oh, da ist ein Stinksen. Ah, okay, warte, lass mich erstmal den Hebel ziehen. Da ist jetzt eine Tür offen. Was liegt hier? Ein Kompass. Ein Kompass? Für was brauche ich einen Kompass? Hm, ich weiß es nicht. So. Da können wir, glaube ich, nichts machen. Warte mal. Kann ich da runterplümpfen? Ah! Ah! Ih, da sitzt eine Trompete. Okay, warum sitzt da eine Trompete? Okay, ich habe keine Ahnung. Da Kompass will nicht rein. Okay. Was haben wir hier noch? Ach, das ist wieder ein Hebel. Damit können wir aber noch nichts machen, weil uns irgendwas fehlt, was wir da reinstopfen können. Okay, also... Seht ihr, was da sitzt? Ich habe keine Ahnung. Widerlich, widerlich. Okay, dann komme ich hier aber auch noch nicht weiter, oder? Was haben wir denn jetzt bekommen? Zeig nochmal her. Ein Kompass, Kompass, Kompass. Kann man den da in das Ding reinstopfen? Da rein? Kompass. Nee, geht nicht. Kompass. Oder doch hier vielleicht erst woanders hin? Irgendwo anders hin vielleicht. Nee, da kommen wir ja nur... Ach, warte mal, ich Trottel. Da oben ist eine Tür. Die habe ich nicht gesehen gerade. Okay, warte, da liegt... Ah, da liegt ein Magnet. Das brauchen wir dann auch. Okay, okay, okay. Können wir den Kompass hier reindrücken? Nein. Und den Magnet brauchen wir für unten. Nein, lasst mich doch raus aus dem Menü. So. Okay. Oh, da steht ja auch einer. Okay. Tut der mir was? Tut der mir was? Ganz leid. Oh mein Gott, ich bleibe einfach mal stehen. Okay. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich dachte mir, nachdem er beim Schleichen halt nichts getan hat, okay, dann schleich mal. Ich schleiche einfach ganz brav. Das war schon die richtige Taktik. Okay, okay, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Der hat wie so eine Pestmaske an, ne? So, das ist so der Doktor mit der Pestmaske. Mit dem ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin gar nicht da. Ganz ruhig, ich bin gar nicht da. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade eingefangen habe. Ich bin nicht da. Komm, ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Deal? So, okay, warte, was habe ich denn jetzt überhaupt bekommen? Seltsamer Schlüssel. Ach, den können wir da unten gebrauchen. Na, sehr gut, sehr gut. Wir können erstmal wieder aufstehen. Das sieht aus wie dieser Dreier-Ding da. Wie dieser Dreier-Schlüssel. Da rein. Da rein. Warum nicht? Warum nicht? Okay, dann machen wir erst den Magneten. Weiß nicht, warum der da jetzt nicht rein will. Ich weiß es nicht. Da rein. Sehr gut. Ah, okay. Ich verstehe. Okay, warte, ich komme nur mit der Tastatur nicht klar. Mit der Ding. Unten der wieder aktivieren. Dann den oben aktivieren. Den unten aktivieren. So, so. Aber warte mal. Nee, stimmt nicht. So. Jetzt, jetzt. Ich glaube, die müssen wir in der richtigen Reihenfolge machen. Unten weg. Dann den da. Dann den oberen weg. Ah, nein, ich darf nur nicht doppelt. Ah, ich darf nicht. Ah, okay, warte. Den oberen, nein. Den oberen deaktivieren, so rum. Es ist nicht so einfach. Dann so. Dann den da weg. Und zack. Jetzt werde Strom aus. So mag ich das. Okay, erstmal angucken. Hebel ziehen. Was haben wir jetzt gemacht? Was haben wir jetzt gemacht? Können wir da oben durch das Loch rein vielleicht? Nein, was können wir? Die Lampe? Ach, die kracht. Nee, doch nicht. Schraube. Okay, durch das Loch wahrscheinlich nicht. Ich dachte, die Lampe haut uns jetzt hier die Bretter kaputt. Muss ich mit... okay, jetzt ist hier zu. Jetzt ist wieder auf. Okay. Ich will lauter komische Sachen. Können wir die Schraube hier reinpacken? Nee. Na, da war... Ach, der doch, warte mal. War da nicht auch noch was? Ach doch, hier. Können wir den Schlüssel hier rein? Aber die Schraube. Okay. Okay. Was zum Geil... Oh, okay. Ach du Heilige, nein. Ach du Heilige. Okay, warte. Da muss ich jetzt die Räume dingsen. Bis... Okay, da komme ich aber nirgendwo weiter. Sekunde, Sekunde. Wir machen die nochmal zurück. Und jetzt gucken wir mal. Ich brauche... Nee, das ist falsch. Das ist alles falsch. Kann ich den... Ne, den mittleren Raum kann ich ja nicht ändern. Warte mal. Wenn ich jetzt hier drehe... Da vielleicht? So hin... So, dann hier nochmal. Dahin. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Und dann vielleicht... Nee, das bringt ja gerade auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. So. Dann... Ah, warte mal. Oben rum vielleicht. Oben rum vielleicht. Warte, 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 nochmal zurück. Er tut mir leid. Er tut mir leid. So, dann etwas wie den da benutzen. So. Ne, der geht auch nicht da rein. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, den da. Ich hab den, glaub, gerade gesehen. Wir müssen das hier parken. Dann den da nehmen. Und dann komme ich, glaube ich, oben rum weiter. Ah, ich komme oben rum. Jetzt. Und jetzt mit dem da. Nehmen wir mal den da. So. Drehen. Dann würde ich sagen... Nee, oder? Noch ein bisschen. Noch ein bisschen... Ne, dann machen wir den da rein. Erstmal kurz parken. Und... Ah, ich glaube, das reicht. Sehr cool. Ah, dann brauchen wir den hier. Da geht der auch nicht rein. Warum gehen die da nicht rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ne? Okay, warte mal, wir könnten... Unten bei der Trompete war noch was zum Reinstöpseln. Vielleicht, das wäre... Wo war denn jetzt die Trompete? Ah, ich weiß, wo die Trompete war, ich Trottel. Nach vorne. Bei der Trompete war noch was, wo wir was reintun konnten. Bin mir aber nicht sicher. Oh mein Gott! Was zum Geier? Oh mein Gott! Oh mein Gott, die ist aufgewacht. Ach du Heiliges. Oh Gott. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Wir warten mal. Okay, wir warten mal. Also der hat echt kranke Träume, der Junge. Der hat echt ein paar kranke Träume. So, Kompass. Nee. Aber den... Ach, den Schlüssel müssen wir erst richtig machen. Oh, verdammt. Wie war denn das jetzt? Ich glaube... Nein, nein, nein. Bleib mal da dran. Ich glaube, wir brauchen den einmal so und einmal ohne das Ding. Seltsamer Schlüssel. Ja, aber. Ah, die kommt gerade hier, die Trompete. Und dann brauche ich den nochmal anders drum. Okay. Dann machen wir erst das Dreier-Ding. Ziehleine. Geh weg. Geh weg. Ich glaube, jetzt dreht sie um, oder? Ich sehe nicht. Oh, doch, ich sehe ihn. Okay, er dreht gerade um. RCS. Und da muss ich nochmal hin. Och, nee. So, vorsichtig. Da ist schon ein bisschen krank, ne? Ich würde gerne bis zu dem zweiten, konnte man, glaube ich, auch hoch. Dann würde ich gerne da hochklettern. Und hoch mit uns. Okay, jetzt dreht sie wieder um, dann können wir runter und... Perfekt, perfekt. Ja, schön weiterziehen. Man, die hat's ja schon nicht leicht, ne? Ich mag sie trotzdem nicht, die Trompete. Oh, und schnell weg. Oh, und schnell weg. So, da sind wir. Und jetzt probieren wir den da. Ah, siehst du? Okay, jetzt können wir, glaube ich, vor. Jetzt können wir einen Kompass rein. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt gibt es Strom. Jetzt gibt es Strom. Was muss ich jetzt schon wieder... Nee, der war eigentlich schon ganz gut so. Da komme ich aber nicht ran. Okay. Warte mal, muss ich nach vorne? Nein, nein, nach hinten, nach vorne. Okay. Ah, okay, warte, hier ist jetzt so ein Rad. Aber. Das bringt doch nichts. Das ist so ein ekelhafter Ding, ne? Das bedeutet... Ah, okay, weil... Ah, nee, warte. Ich brauche hier doch irgendwie Strom. So. Muss ich vielleicht die Seite... So sieht's nicht schlecht aus. So sieht's nicht schlecht aus. Jawohl! Jetzt haben wir Strom. Jetzt können wir hier durch. Will ich da überhaupt durch? Oh mein Gott! Ah, das erste Bein! Abgetrenntes Bein. Oh, dieses Spiel, es ist überhaupt nicht schlimm, ne? Aber ich erschrecke trotzdem. Okay, dann haben wir das erledigt. Das heißt, dann brauchen wir den Schlüssel wieder. Ein Bein haben wir schon mal. Dann müssen wir nochmal zur Trompete runter. Ja, komm. Dreh dich um und jetzt verzieh dich. Dann brauchen wir, glaube ich, zweimal schmal. Geht es überhaupt, dass ich zweimal schmal hinbekomme? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, hol schön Luft, dreh rum und jetzt wieder retour. Böses Ding, du. So. Runter. So, und den da jetzt. Aber wie mache ich denn das, dass ich nur die zwei schmalen Dinger habe? Nee, und schon nochmal. Oder einfach so? Ach so, warte mal, so? Und so, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Gerade zurück. Ich weiß nicht, ob ich da die Bubbel brauche oder nicht. Das ist immer ein Problem. Aber lieber, wir machen es jetzt mal so und gucken. Und sonst zur Not nochmal runterstiefeln. Jetzt ganz schnell weg hier. So, und wo waren jetzt? Warte mal, das schmale Ding. Wo waren das? Ich glaube hinten, ne? Ich glaube, das war hier hinten. Dann, da nach oben. Nee, stimmt gar nicht. Das war ja nur... Nee, warte. Wo muss ich hin? Ich war mir fast sicher, dass ich richtig bin. Ah, warte, ich darf hier nicht... genau. Die Trompete muss weg. Hier ging es nach oben. Genau. Und dann hierher. Dadurch. Und jetzt... Ah, doch, okay, mit den Bobbeln. Gott sei Dank. Mit den Bobbles. Ich komme da gar nicht hoch. Ich komme doch da gar nicht hoch. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Oder ist jetzt irgendwo anders was aufgegangen? Ah, warte mal. Ah! Nee, da komme ich ja nur zu den Hans-Kasper, ne? Genau. Kann ich noch weiter zurück? Nein. Schwierig. Was ist, wenn ich den wieder rausnehme? Okay, dann... Das geht auch nicht. Der muss da drin sein. Okay. Jetzt ist irgendwo irgendwas aufgegangen. Aber wie komme ich denn da jetzt hin? Und ich habe jetzt hier ein bisschen umprobiert und im Prinzip total einfach. Nur Chevy war wieder zu doof. Und zwar einfach das Ding doch so lange so drehen. Ich habe da erst gedacht, quasi hier, wo ich jetzt stehe, geht die Tür auf. Aber ich muss ja nur den nächsten Raum quasi mitdrehen. Und damit quasi der Boden oben ist. Und die Tür, die für uns aufgegangen ist. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel. Unten ist. Eieieiei, da kann man lange rumsuchen. Ne? Machen wir mal Licht an. Da ist das zweite Bein. Einpacken. Abgetrenntes Bein. Sehr cool. Und ja, sehr cool. Da muss man echt an alles denken und ne, an alles irgendwie drehen und schieben und es ist richtig cool gemacht. Da einfach nur geradeaus, links, rechts denken ist in dem Spiel nicht. Oh mein Gott. Jetzt schnell da drüber. Zweite Bein rein und dann sind wir weg. So. Drück. Und jetzt lass mich wegfahren. Oh, es geht mal nach oben. Das ist aber schön. So. Ich hatte jetzt echt gedacht, die alte ist voll... Okay. Es geht nach unten. Autschen. Lade. Ich glaube, dieses Mal wachen wir aber nicht auf. Spiel gespeichert, Kapitel 7 freigeschalten. Okay. Oh mein Gott. Renn. Ach du Heilige, was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir wachen jetzt schön gemütlich auf. Was soll denn... Oh mein... Ups. Okay. Wir müssen dann ganz schnell zurück. Alles klar, kriegen wir hin. Okay, aktivieren, zentrieren und zurück, 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 zurück. Oh, schnell, 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 schnell. Oh. Boah, die knallt jetzt auch noch mit. Alter Schwede. Drüber, drüber, drüber. Oh mein Gott, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Sag mal, ist das mit euch nicht in Ordnung? Okay, lauf, lauf weiter, lauf weiter. Schneller, schneller! Ich will nicht! Okay. Okay, okay. Ich muss aufpassen. Wo? Hier. Hier. Hoch. Alter Schwede. Die machen mich fertig, ey. So, und jetzt lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hätte ich da drüber... Verdammt, ich hätte da nicht runterfallen dürfen. Okay. So. Hoch, 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 hoch. Krieg mal noch hin. Krieg mal noch alles hin, Leute. Okay, hier, jetzt kommt die alte. Krank. Richtig krank. So. Nein! Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Kriegen wir hin. So, das funktioniert ja schon mal. Lass mich doch einfach in Ruhe, alte Frau. Ich hab dir nichts getan. Bin immer lieb zu dir gewesen. Immer. Nein! Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. So, hier nach oben. Nein, du kriegst mich nicht, alte Frau. Du kriegst mich nicht. Oder muss ich komplett zurückrennen? Das könnte sein. Bitte, bitte mal. Wenn es jetzt einbricht. Ah, okay. Okay, ich hab's gerafft. Okay, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Einfach rennen. Jetzt rennen wir über Kopf, okay? Wie krass ist das denn? Oh, jetzt kommt auch noch der Elefant hinter uns her. Geh doch weg! Ich habe euch nichts getan. Okay, das sieht krass aus. Lauf! Die Lampendamen da rumballern. Ach komm, jetzt steht's auch noch alles ein. Das ist wieder so ein Tütenkind. Ich weiß halt nicht, was das irgendwie bedeutet, ne? Die ganzen verschiedenen Dinger. Dass man vielleicht von Leuten, die alt und im Rollstuhl sitzen, Angst hat oder krank sind. Aber sonst... ein riesiges Tor. Okay, ich laufe noch. Ich laufe noch. Rennen kann ich aber nicht mehr. Sind wir jetzt tot? Gehen wir jetzt zum Licht? Und es... Nee. Sind wir aufgewacht? Oder wachen wir auf? Ist im Hintergrund so Krankenhaus piepen? Wurden wir gerade geboren? Was? Wieso? Wir in dem Krankenhaus, als hätte da gerade jemand ein Kind bekommen. Okay. Es war ein richtig süßes, kurzes, kleines Spielchen, aber... Diese ganzen Albträume und so. Und dann am Schluss dieses helle Licht. Und das Geschrei von einem Neugeborenen. Komisch. Aber ich hoffe, ich hatte mega Spaß an diesen kleinen Rätseln. Es ist ein richtig süßes Spiel gewesen. Und ich hoffe, ihr hattet da auch so viel Spaß wie ich dran. Und es hätte ruhig länger sein dürfen, muss ich sagen. Aber es hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns hier noch den Endspann an. Abspann, so heißt das nicht, Entspannen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran, ihr hattet auch Freude dran. Und jawohl, dann sage ich aber schon mal vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.